Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Dirty Business mit Jasmin. Hallo. Und mit dem Vito. Und zum nächsten Teil, wie wir manipuliert werden. Wir hatten ja in der letzten Folge mal ganz kurz erklärt, warum wir überhaupt manipuliert werden müssen. Also wir, die Bürger von den Besitzenden oder die nicht besitzenden 99% von den Geldsäcken, den Besitzenden 1%. Und haben geendet, wie die Arbeiterinteressengruppen, die erste große Globalisierung in der Geschichte, damals noch eine rein solidarische Globalisierung, aufgespalten werden konnte. Genau, um nochmal kurz zurückzuführen, also dieser Klassenkampf selber, der ist nicht neu. Das war schon immer so, es gab schon immer irgendwelche Herrscher, die ziemlich viel hatten und irgendwelche Bediensteten, die eben ganz wenig hatten. Sei es früher die Feudalherrschaft gewesen oder davor halt der König und das Fußvolk und so weiter und so fort. Und es wurde immer weiter, wie es halt üblich ist bei Menschen, immer mehr auf die Spitze getrieben und ausgenutzt und das Volk halt ausbluten gelassen, bis das Volk irgendwann sagte, so bis hier und nicht weiter. Dann gab es eine blutige Revolte und wurde quasi alles nochmal neu durch die Karten neu durchmischt. Und dann ging der ganze Kram von vorne los. Und was eben auch damals üblich war, ist, dass es sich quasi so gehörte, dass man doch Geld, ja, also Wohlstand denjenigen auch ansehen sollte, von wegen, haha, ich gehöre nicht zu dem Pöbel hier, ne, sondern ich gehöre ja zur oberen Schicht und entsprechend zum Beispiel auch die Kleidung gewählt wurde. Oder sagen wir mal so, im Feudalismus, also Mittelalter und so, worauf die Mietz sich gerade besiegt, glaube ich, da war es ja ganz automatisch so, dass die Bauern halt eben nur irgendwelche groben Leinenklamotten in hauptsächlich Grau hatten und die Adligen hatten halt, der König trug halt eben seine Purpurrobe oder seinen Purpurmantel. Das war halt das Zeichen, hey, I'm a king, ich bin der König. Und dass die Adligen halt eben auch deutlich besser aussahen, deutlich besser ernährt waren, keinen Nahrungsmangel hatten und auch die besseren Stoffe am Leib trugen. Und im Zweifelsfall galt immer noch, hey, der Typ, der im Schloss wohnt, ist der Reiche. Und der so aussieht, als ob er Geld hat, wird wahrscheinlich auch Geld haben. Genau. Und so vermehren sich halt die Überfälle auf solche Leute und eben auch die Schlachten waren relativ leicht. Weil es eben nicht die Frage stand, bist du jetzt Freund oder Feind? Da reichte ein bloßer Augenkontakt, weil der Mensch ist ein sinnliches Tier. Er möchte gerne Wahrnehmungen, er denkt gerne in Bildern, er möchte gerne Wahrnehmungen immer wieder haben, und wenn er Bilder mit Gefühlen kombinieren kann, dann ist er sowieso der Turbo für die Motivation, das hatten wir schon in anderen Videos. Genau. Und so war es eben relativ simpel, sage ich jetzt mal, für die unteren Klassen, sich zu revoltieren, also sich zu Gruppen zusammenzuschließen, zu größeren, und dann eben den reichen Leuten mehr oder weniger mal eins aufs Maul zu geben. Genau. So, und das ging halt so lange gut, bis ich sag jetzt mal, bis vor, boah, wann war das, 200 Jahren etwa? 250 Jahren. 250 oder? Jahren in Frankreich, dann eben die Guillotine ihren großen Einsatz fand und das ganze Ding so nach hinten losging, dass sich die Reichsmacht, die es immer noch gab, ja, also Kriege haben ganz, ganz, ganz selten, haben große Kriege tatsächlich die Industrie komplett platt gehauen, sondern mehr immer nur Landstriche und ein bisschen die Bevölkerung ärmer gemacht, aber die großen Fabriken, die gab es immer noch, das war auch nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns nicht anders. Deswegen war auch der Marshallplan ein völliger Humbug, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann haben sich eben die Reichen überlegt, Menschenskinder, also die Besitzenden, wie schaffen wir es denn, dass sich die Geschichte nicht wiederholt? Ja, wir sind ja nun nicht ganz blöde. Ja, wir brauchen ja bloß mal die Geschichtsbücher durchwälzen. Da kann man ja sagen, alle 100 Jahre kannst du auch mal zurückblättern und das Ganze normal machen. Ja, wir haben jetzt schon einen Fahrplan, wie die nächsten 100 Jahre ablaufen werden. Es muss ja nicht sein, dass sich die Geschichte wiederholt. Und da haben sich dann eben Strategien überlegt in diese Thinktanks. Und eine der Strategien war eben, dass man Reichtum möglichst unsichtbar gestaltet. Zum Beispiel durch das Weglassen der typischen Kleidung. Was allerdings nicht bedeutet, dass es keine Uniformen mehr gibt in dem Sinne. Man kann auch heute noch durch die Straßen gehen und man sieht sofort, wer zu was gehört. Wenn einer einen Schlips und Kragen durch die Gegend rennt, dann weiß man, aha, das ist jemand, der arbeitet nicht auf dem Bau. Genau. Das ist jemand, der ist entweder hinter einem Schalter oder hinter einem Schreibtisch und verdient sein Geld mit Reden und mit Überzeugen, mit Manipulieren. So, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass der sehr viel Geld hat. Woran erkennt man denn jetzt die richtig Reichen? Gar nicht. Die Tarnen. Das ist so gewohnt. Schauen Sie sich mal hier, wie heißen diese
schrecklich blonde Familie hier. Die Geissens. Die Geissens. Oh. Schauen Sie sich mal die Geissens an. Reichen ein paar Bilder. Ja, Sie müssen jetzt nicht eine Folge gucken, um Gottes Willen. Moment, da machen Sie bitte den Ton aus. Genau. Gucken Sie sich einen kurzen Trailer an, gucken Sie sich ein paar Bilder an, wie die rumrennen. Sehen so für Sie Millionäre aus? Ich glaube nicht. Genau. Und, oder die sehen aus wie frisch aus dem Jobcenter. Oder Bill Gates. Ja? Genau. Der rennt rum wie der ganz normale... ältere Herr von nebenan, könnte ja. Ihr Nachbar sein. Genau, der gerade unseren Rasen mäht. Der Welt. Und so weiter. Oder Mark Zuckerberg, der rennt auch nicht rum mit Schlips und Kragen und Gold behangen und hast du nicht gesehen. Außer wenn es von Senatsanhörung geht. Das ist alles ein Teil dieses, ja, ich bin reich, aber ich muss es ja nicht an die große Glocke hängen. Genau. Aufgrund von Ängsten. Tatsächlich Ängste. Genau. Und zwar, je mehr man hat, desto mehr kann man verlieren. Und wenn man was verlieren kann, kommt automatisch die Angst, weil der andere könnte ja neidisch werden. Und zwar zu Recht. Und zwar die, denen ich mein Vermögen weggenommen habe. Genau. Denn mein Vermögen war ja mal das Vermögen der anderen. Mindestens meiner Eltern und gerne auch mal das der Gemeinschaft. Und das ist eben auch ein Teil der Strategie, wo sie gesagt haben, wie können wir denn mehr in Sicherheit leben? Also nicht nur unseren genau. Reichtum mehr oder weniger verstecken und sichern, sondern auch weiterhin in Sicherheit leben, dass wir eben keine Angst davor haben müssen, morgen auf der Straße abgestochen zu werden. Aber wir schweifen schon wieder ab. Genau. Denn wir waren bei der Atomisierung der Gesellschaft. Wir hatten ja im letzten Video am Ende schon erklärt, wie die Firmen oder die Fabrikanten es geschafft haben, dass die Arbeiter sich nicht mehr als die Arbeiter, sondern jetzt als Angestellte der jeweiligen Firma XY gesehen haben. Ich nenne mal keine Namen mehr. Oder versuche es zumindest. Und das hat natürlich einen durchschlagenden Erfolg. Denn dadurch, dass die Arbeiter der Firma XY sich jetzt als Arbeiter der Firma sehen, sozialisieren oder solidarisieren sie sich nicht mehr mit den Arbeitern einer vollkommen anderen, womöglich auch noch Branchenfirma Z. Das heißt, die Arbeiter sind schon auch gespalten. Es gibt keine Generalstreiks mehr, es kann keine Massenstreiks mehr geben. Wenn, dann streikt höchstens nur noch eine Firma. Genau. Ist heutzutage. Der Bahnstreik ist zum Beispiel ein hervorragendes Beispiel dafür. Statt 5 Millionen Leute gehen plötzlich nur 5.000 auf die Straße. Ist genau. Eine wesentlich kontrollierbare Situation. Und man kann vor allen Dingen schön der Bahngewerkschaft die Schuld dafür geben, obwohl die eigentlich komplett vernünftige Forderungen hatte. Denen ging es nämlich gar nicht mal so sehr ums Geld, sondern dass sie nicht von irgendeiner kleinen christlichen Gewerkschaft, die einfach nur unterschreibt, was der Arbeitgeber ihr hinhält, verdrängt werden. Aber das ist auch wieder mal ein anderes Thema für ein anderes Video. Wir waren bei der Atomisierung der Gesellschaft. Das ging dann mit diesen Corporate Identities und Ähnlichen immer weiter, bis es dann Margaret Thatcher oder Miss Tiffy aus der Sesamstraße, wie ich sie immer gerne nenne, guck die beiden an, eine optische Ähnlichkeit. Die Frisur passt, die Nase passt und der Gesichtsausdruck passt auch. Also, Miss Tiffy, Maggie Thatcher, hat es dann auf die Spitze getrieben in ihrem Ausspruch, there is no such thing as society. Sprich, die Neoliberalen haben es in den späten 70ern und 80er Jahren dann so weit getrieben, dass noch nicht mal mehr die Arbeiter untereinander nicht mehr zusammenhalten sollten, sondern dass jeder gegen jeden kämpft. Battle Royale. Also nochmal kurz zur Erläuterung. Neoliberalismus, Neo heißt neu, Liberalismus ist quasi die Freiheit und die Liberalen sind damals entstanden, nachdem eben der Feudalismus und so weiter abgeschafft wurde, dass eben der einfache Bürger vor dem Staat geschützt wird, vor der greifenden, gierigen Hand des Staates, der einem einfach nur verknechten will und einem den Reichtum entzieht. Und um die Leute davor zu schützen, doch bitte die Liberalen wählen, weil wir, setzen uns für die Firmen ein und die Firmen bezahlen euch schließlich euer Gehalt. Und wenn es den Firmen gut geht, dann geht es auch euch gut. Auf jeden Fall tut der Staat nichts Gutes für euch, sondern das tun letztendlich nur wir. Und so entstand der Liberalismus. Falsch. Das ist jetzt schon der Neoliberalismus. Ach, das ist der Neoliberalismus. Okay. Die normalen Liberalen sind an sich schon gar nicht so schlecht. Das sind die mit Grundrechten, Menschenrechten, die Menschen vor ihrem Staat schützen, dass man halt eben nicht mal so ein halbes Jahr in einem Geheimgefängnis verschwinden kann oder dergleichen. Oder dass halt eben keine Geheimpolizeien einen auf offener Straße zusammenschlagen dürfen.
und, dass jeder gleiches und freies Wahlrecht hat. Also der Liberalismus an sich aus dem 19., 18. Jahrhundert ist schon vollkommen okay. Der Neoliberalismus hat damit allerdings nur werbewirksam den Namen gemein. Die sind nämlich die verzogenen reichen Gören, um es jetzt einfach mal zusammenzufassen, die sich den Staat zur Beute machen. Sprich, das sind Konzerne und reiche Einzelpersonen, die den Staat immer weiter aushöhlen. Zum Beispiel, indem der Staat ihnen seine Telekommunikationsnetze verkauft, sprich privatisiert. Die Privatisierung ist das magische Wort des Neoliberalen, da kriegen die alle einen Ständer dabei. Privatisieren, oder man privatisiert die Bundesbahn, also die Staatsbahn, die Infrastruktur, ganz wichtig. Infrastruktur muss privatisiert werden. Das Problem ist nur, dass die ihre Gewinne kurzfristig daraus abschöpfen, denn alle Unternehmer handeln nur kurzfristig, darauf kommen wir nachher auch noch zu sprechen, warum das so ist. Und wenn es keinen Gewinn mehr abwirft, wird es ignoriert oder eingestellt. Das ist allerdings bei staatlicher Infrastruktur jetzt eher schlecht, denn auch wenn nur ein Auto pro Tag oder nur ein Zug am Tag die Gleise nach Hinter-Ober-Gummersbach fährt, Niederober-Gummersbach, da wollen ja trotzdem noch Leute in dem Zug einmal am Tag fahren. Wenn der aber keine Rendite, keinen Gewinn bringt, wird er eingestellt. Dann können die Leute aber nicht mehr mit dem Zug fahren und kommen nicht mehr nach oder aus Niederober-Gummersbach weg. Und man würde doch, glaube ich, schon ganz gerne aus Niederober-Gummersbach wegkommen. So, also der Hintergrund bei der Aktion ist, wenn es ein Unternehmen wie zum Beispiel die Telekommunikation oder die Infrastruktur, Schienennetz zum Beispiel und auch die Autobahnen. So, was wir neulich auch hatten, die Wasserinfrastruktur. Genau, also das, was quasi lebensnotwendig für jedes Volk ist, damit überhaupt ein Handel und sowas stattfinden kann, weil Geld funktioniert nur dann, wenn es auch in Bewegung bleibt und Bewegung bedeutet auch Bewegung der Menschen. Und dazu brauchen sie Ressourcen und diese Ressourcen sind unter anderem Wasser und Wohnung und Kleidung und Nahrung und Infrastruktur und so weiter. Das heißt, dass der Staat an den Stellen im Sinne des Volkes agieren muss, sprich kommt das Ganze zum Stehen, geht es dem Staat schlecht. Genau. Wenn das Ganze privatisiert wird, werden kurzzeitig Gewinne draus geschöpft oder auch langfristig, wenn es eine tolle Idee war und es immer noch Gewinn abwirft, dann wird es eben auch länger betrieben. Aber wenn es eben unter so einem bestimmten Schwellwert-Threshold fällt, kann es zwar sein, dass es immer noch Gewinn abwirft, aber nicht mehr genügend Gewinn, weil es unter diesem Schwellwert ist, und dann wird das Ganze lahmgelegt. Das heißt, da werden dann Abstriche gemacht, ich sag mal beim Wasserwerken war es die Qualität des Wassers, ja, die nahmen drastisch ab. Bei der Bahn war es die Preise stiegen. Bei der Bahn waren es die Verbindungen, die eingestellt wurden. Oder die Wartungsintervalle von den Zügen. Deswegen sind die in einer Tour ausgefallen. Mhm. Bei der Infrastruktur wurde statt zweimal, oder sagen wir alle zwei Jahre, wurde eine Überprüfung der Brücken gemacht, um zu gucken, ob die noch statisch aktiv sind. Jetzt wird nur noch einmal alle 10 Jahre geguckt. Und wenn sie vorher einkracht, huch, naja, haben wir wenigstens eine Baustelle. Ja, so nach dem Motto. Also es wird angespart, wo es nur geht, um maximale Gewinne zu erwirtschaften. Mhm. Und zwar jetzt an der Stelle, da habe ich nämlich so einen Hals immer, gar nicht mal nur für diesen eigentlichen Betrieb, der das Ganze gekauft hat, sondern auch für Stakeholder, sprich, wenn es eine Aktiengesellschaft ist, auch für völlig fremde Leute, die einfach nur einen Anteil der Firma sozusagen halten, nicht im geringsten an der Firma arbeiten, nicht im geringsten in der Firma arbeiten, sondern einfach nur, ich möchte etwas Sahne von dem Stück Kuchen auch noch abhaben. Na, die haben der Firma halt mal ihr Geld gegeben und jetzt wollen sie Geld dafür wieder haben. Die Rendite. Die Rendite, genau. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwann, sie haben mal 1000 Euro als Beispiel in diese Firma investiert, dass sie diese 1000 Euro nur wieder zurückhaben wollen und das war's dann. Dann ist ja quasi ihr Anspruch an dem Reichtum der Firma erloschen. Nein, nein, nein. Das ist ja keine Bank hier, sondern es ist eine Endlosspirale. Sprich, wenn ich solange da 100... Genau, solange diese Firma existiert, solange diese Firma Gewinne abwirft, solange diese Firma Gewinne abwerfen kann, ja, möchte ich auch noch was abhaben vom Kuchen. Das heißt also, dass auch fremde Interessensgruppen in die Wirtschaft insofern eingreifen, dass sie eben zum Beispiel Ziele vorgeben und sagen, pass auf, ich möchte auch was abhaben von deinem Gewinn.
Ich bin der Meinung, dass wenn du deine Fabrikstätten zum Beispiel ins Ausland verlagerst, dass du dann jede Menge Geld sparen kannst. Dein Umsatz ist der gleiche und dadurch, dass du weniger Ausgaben hast, steigt dein Gewinn und einen Teil des Gewinns möchten wir dann auch haben. Und so begab es sich zum Beispiel unter anderem, dass viele Autofirmen eben aus Deutschland ins Ausland gegangen sind, weil es halt billiger wurde. Und nicht unbedingt nur, weil der Chef gesagt hat, boah, ich bin ein gieriges Schwein, ich will mehr Kohle, sondern weil diverse Sachzwänge... Die Aktionäre haben das meistens gesagt. Die Chefs an sich, denen ist das wurscht. Genau, eben auch noch mit reingegrätscht und gesagt haben, pass auf, entweder du machst das oder wir setzen dich ab. Und nehmen jemanden, der diese Ziele für uns zusetzt. Das heißt, auch dieser reiche Geldsack hier, ja, auch noch mit Interessensgruppen, mit Lobbyisten, kann man so fast schon sagen, von außen konfrontiert wird. Genau. Und jetzt könnte man sagen, ach, der arme Mann. Nein. Das sind ja seine eigenen. Zum einen sind das seine eigenen Leute, zum anderen hat er sie selbst hervorgerufen. Und es gibt hier dieses schöne Beispiel, das Charlie Chaplin-Film hat es auch gemacht, dass man zwischen die Zahnräder sozusagen geraten kann. Und der kleine Schwein. Das heißt, entweder, wenn man, da hat er seinen Status quo behalten will, passt man sich dem System an oder man geht halt mit dem System sozusagen klanglos unter. Und die meisten wollten halt ihren Status quo behalten und haben sich deswegen angepasst. Und wie diese Anpassung geht, da macht jetzt der Tim weiter. Du hast ja schon ganz viel gespoilert, was eigentlich später noch kommen sollte, zum Beispiel das mit den Teilhabern und so. Aber ja, also wie können wir denn jetzt eigentlich manipuliert werden? Wir hatten ja, wie gesagt, schon Wahrheitsgewinnung durch Wiederholung, das Argumentum ad nauseam. Je öfter man einfach in die Menge hineinpullt, desto mehr glaubt die Menge. Dann gibt es noch den beliebten Wort-Aberglauben. Das ist auch eine der Lieblingswaffen des Neoliberalismus. Denn die verwenden bestimmte Worte, die für uns erstmal positiv klingen und positiv besetzt sind, in ihrem Sinne aber was eigentlich ganz anderes meinen. Zum Beispiel werden ja immer wieder gerne Reformen zum Bürokratieabbau gemacht. Bürokratie kleiner und Reformen sind ja auch immer was Gutes. Die Rentenreform. Naja, anhand der letzten Rentenreform von Gerhard Schröder kann man sehen, dass Reformen vielleicht doch nicht immer gut sind. Da haben es ja manche schon gemerkt, dass Reformen nicht immer gut sein müssen. Reform heißt lediglich erstmal eine Änderung. Und Bürokratieabbau heißt, der Staat zieht sich zurück aus Gebieten, die er bislang wahrgenommen hat. Ja, wenn der Staat das nicht mehr macht, wer macht's dann aber? Private Firmen! Und die wollen natürlich Geld dafür haben. Denn der Staat hat ja sein Geld über die Steuern bekommen, kassiert also Steuern und stellt dafür zum Beispiel Feuerwehr und Krankenwagen und Polizisten zur Verfügung. Wenn jetzt beispielsweise die Feuerwehren privatisiert wären, dann kämen die vorbei, falls es bei ihnen brennt, und stellen ihnen danach eine Rechnung. Ah, Freelance Police, da sind sie wieder. Die Freelance Police, genau. Wer Sam und Max kennt, weiß, wo das endet. Genau, man weiß, wohin das führen kann. Und ja, was haben sie jetzt lieber? 100 Euro im Monat von ihrem Gehalt bezahlen und dafür aber jederzeit rund um die Uhr Feuerwehr haben können, wenn sie sie brauchen? Und selbst wenn nur die Miezekatze auf einen viel zu hohen Ast geklettert ist. Oder sie müssen erstmal anrufen und einen Termin vereinbaren, weil die Feuerwehr wird dann auch nicht mehr in diesen Mengen vorgehalten. Das rechnet sich ja gar nicht. Sie landen erstmal in einem Callcenter. Sie landen erstmal in einem Callcenter. Bei mir brennt's! Darf ich Sie auf unser Plus-Abo hinweisen, worauf Sie, wenn Sie brennen, gleich einen Feuerlöscher zugesandt bekommen? Und so weiter. Und wenn Sie erstmal in einem Callcenter landen und dann einen Termin vereinbart kriegen mit Ihrem lokalen Brandbekämpfer. Ja, tut mir leid, also diesen Monat haben wir gar keine Zeit mehr. Wie sieht's nächsten Monat aus? Bitte halten Sie sich von 8 bis 16 Uhr bei sich daheim auf. Ach so, und wenn das Feuer übrigens dann nicht mehr brennt, dann kriegen Sie eine richtig saftige Rechnung. Genau, dann haben Sie uns nämlich umsonst gerufen und unsere Zeit verschwendet. Also eine Rechnung kriegen Sie quasi auf jeden Fall. Wer jetzt denkt, na, zum Glück ist das ja so noch nicht so weit. Doch, wenn Sie nämlich mal mit einem Hubschrauber von einem Krankenhaus ins andere, noch schlimmer, ja, besseres Beispiel, Krankenkasse.
Nicht nur landesweite Krankenkassen, wie zum Beispiel die Techniker. Gesetzliche ist das Stichwort. Gesetzliche, stimmt, keine privaten, nur gesetzlichen. Es gibt landesweite Krankenkassen, das ist überall die gleiche sozusagen, ja, wie zum Beispiel die Techniker oder die Barmer, glaube ich, auch. Und, genau, und es gibt regionale Ortskrankenkassen. Genau, wie zum Beispiel die AOK. Die heißt auch schon allgemeine Ortskrankenkasse. Genau, also da gibt es für jeden größeren Bezirk gibt's eine eigene Ortskrankenkasse. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in Urlaub fliegen, fahren, Sie bleiben aber in Deutschland, sind aber in einem anderen Ortskreis und Ihnen passiert etwas. Sie fahren zum Beispiel in Skiurlaub schön in die Alpen und werden dort von einer Lawine verschüttet. Jetzt werden sie nach mehreren Stunden geholt, sind fürchterlich unterkühlt und müssen ins nächste Krankenhaus. Jetzt haben sie die Wahl. Entweder sie kommen ins nächste Krankenhaus und bezahlen den ganzen Kram selber. Oder sie lassen sich einen Hubschrauber holen, der sie dann in den Bereich hinfliegt, wo ihre Ortskrankenkasse tatsächlich auch abrechnen kann und werden dann dort behandelt und müssen dann aber lediglich nur noch den Hubschraubereinsatz bezahlen, es sei denn, sie haben Glück gehabt und haben eine Zusatzversicherung, dass die Kosten übernommen werden. Ich glaube, die Ortskrankenkassen rechnen aber auch untereinander dann ab. Nicht zwangsläufig. Also nicht? Definitiv, okay. Sobald etwas mehr als nur ein Rettungswagen sozusagen kommen muss, ein etwas größerer Aufwand ist, werden sie zur Kasse gebeten. Das dann kriegen sie auf jeden Fall eine Rechnung, es sei denn, sie haben eine Zusatzversicherung, die das abfängt. Somit fängt es schon mal an. Und, was auch noch ganz wichtig ist, bevor ich das nämlich nachher wieder vergesse, es gibt beim Staat eine Richtlinie der zweckgebundenen Ausgaben. Also sprich, wenn Sie jetzt Krankenkassenbeiträge bezahlen, dürfen diese Einnahmen, die der Staat durch die Krankenkassenbeiträge hat, auch nur für die Krankenkassen ausgeben. Das heißt, er kann nicht sagen, pass auf, ich habe jetzt hier 5 Milliarden plus gemacht, das butter ich dann mal in die Rentenkasse mit rein. Fällt er sowieso nicht auf, ist eh ein Topf. Doch, es wurde dafür gesorgt, dass eben exakt, damit es transparent bleibt und der Bürger nicht zu viel zahlen muss, ja, dass eben nicht mehr alles aus einem Topf bezahlt wird und damit das einen Überschuss ist, das andere ein Gewinn sozusagen, Mensch, der Infrastruktur geht super und so weiter, sondern dass tatsächlich diese Einnahmen zweckgebunden bleiben und exakt dafür auch verwendet werden müssen. Ansonsten verfällt das Geld und muss eventuell Kommunen so oder ähnlich zum Beispiel zurückgezahlt werden. Weswegen auch am Ende des Jahres sehr oft zu besehen ist, dass im Dezember plötzlich irgendwelche Baustellen aufgemacht werden. Weil das Geld weg muss. Sonst gibt es im nächsten Jahr weniger. Und am nächsten Jahr wird aber dann mit erst weitergemacht und die Straße war dann noch völlig in Ordnung. Warum reißt sie die denn jetzt schon wieder auf? Weil das Geld weg muss und eben nicht für was anderes verwendet werden darf. Und bei der Krankenkasse ist es eben wunderbar, das hat man in den letzten 2-3 Jahren gesehen, da ist es immer so ein 1% drauf, 1% runter. 1% drauf, 1% runter. Was man eben bezahlen muss, daran ist eben diese Zweckgebundenheit zu erkennen, dass eben die Krankenkassen dürfen einen Überschuss erwirtschaften, aber wie sie bauen den nicht innerhalb von und dann kommt ein Zeitraum X ab, wieder ab. Ansonsten müssen sie es wieder an ihre Leute quasi ausschütten, also nicht an den Konzernchef, sondern an die Einzahler. Und das sind zum Beispiel so eine Gesetze, die klingen erstmal logisch und fair, sorgen aber an vielen Stellen eben dafür, dass das ganze Ding vor die Hunde geht, wie zum Beispiel bei den Rentenkassen, wovon dann wieder andere Unternehmen, wie zum Beispiel Versicherungen, profitieren. Und du schmeißt hier gerade sehr viel in einen Topf. Ja, Verschwörungstheorie, ganz schlimm. Du vermischst Krankenkassen mit öffentlichen Ausgabepraktiken, wobei Krankenkassen keine öffentlichen Firmen sind, sondern Privatfirmen, auch die gesetzlichen. Die funktionieren nämlich vollkommen anders. Privatfirmen müssen sich an Gesetze halten, deswegen müssen sie wieder zurückzahlen. Ja, zurückzahlen, aber die haben nicht das Problem wie zum Beispiel ein Straßenbauamt, dass es dann im nächsten Jahr, wenn sie ihren Etat nicht aufbrauchen, weniger gibt. Das Geld kommt auf jeden Fall so rein. Ja, okay, da habe ich mich ja vielleicht etwas ungünstig ausgedrückt. Und auch die Rentenkasse jetzt zum Schluss war wieder was anderes. Hm. Also die Beispiele grundsätzlich an sich schon ganz gut, aber etwas wild vermengt. Wo waren wir stehen geblieben? Keine Ahnung, wo du stehen geblieben warst. Ich habe dir jetzt nicht so zugehört. Na gut, also ich glaube, wir waren bei Wortaberglauben. Bürokratieabbau. Der Staat zieht sich zurück. Genau, da waren wir. Der Staat zieht sich zurück. Die Leistungen werden von privaten Firmen übernommen. Sprich, private Firmen, und die gehören immer einem Geldsack, übernehmen Fähigkeiten des Staats, die dieser vorher dank Steuern kostenlos angeboten hat, und machen da ihren Gewinn damit.
und wie man anhand der neuseeländischen Staatsbahn, die auch privatisiert wurde, sehr schön gesehen hatte, wenn es keinen Gewinn mehr macht, wird es verrotten gelassen. Und dann muss es der Staat für mehr Geld, als er ursprünglich dafür bekommen hat, wieder zurückkaufen. Die Neuseeländer haben also quasi einer privaten Firma oder einer Holding ein wunderschönes, modernes, intaktes Eisenbahnnetz übergeben. Die hat das erfolgreich innerhalb von noch nicht mal einem Jahrzehnt zugrunde gewirtschaftet, hat ihren Gewinn gemacht, den Gewinn privatisiert, an die Aktionäre verteilt. Und irgendwann war das nicht mehr gewinnerträglich, weil immer mehr Strecken kaputt gemacht wurden. Und der Staat musste, Neuseeland musste es für ein Vielfaches dessen, was sie ursprünglich dafür bekommen haben, zurückkaufen. Sprich, der Geldsack hat nochmal Gewinn gemacht. Ist das nicht toll? War übrigens auch in Island mit den Banken so. Genau. Und das ist die sogenannte Privatisierung. Und das ist das Zauberwort der Neoliberalen. Alles muss man privatisieren. Alles muss privatisiert werden. Am besten kein Staat mehr. Oder nur noch, wenn wir uns verzockt haben, bitte. Und dann aber bitte auch sofort übers Wochenende und nicht erst diese lästige Gesetzgebung. Das dauert doch viel zu lange. 3 Anhörungen im Bundestag. Und dann jedes Mal zwischendrin in die Ausschüsse. Wir brauchen das Geld jetzt, nicht in 2 Monaten. So, also der Worteaberglaube und das Argumentum ad nauseum. Warum funktionieren aber diese ganzen Manipulationen so gut? Nun, an sich, psychologisch gesehen, ist der Mensch erstmal eine Blackbox. Wir können nicht sagen, warum wir wie auf welche Sinneswahrnehmung reagieren, beziehungsweise warum wir welche Meinung auf irgendeine Sinneswahrnehmung entwickeln. Hatten wir in dem vorletzten Video schon, wo so Worte bestimmt getriggert haben. Genau. Das kann sich eben von Tag zu Tag ändern. Genau, das kann sich von Tag zu Tag ändern, von Situation zu Situation. Und der Mensch an sich hat aber keinen Einblick in diese Funktionsweise. Aber die Sozialwissenschaften und die Psychologie hat es. Wenn man nämlich den Menschen wie eine Blackbox sieht, eine schwarze Kiste, wir stecken was rein, eine Sinneswahrnehmung und hinterher kommt eine Meinung raus, dann können wir in Studien untersuchen, wie bestimmte Bevölkerungsgruppen, das lässt sich schön nach Einkommen, nach Bildungsstand, nach sozialer Herkunft, verheiratet, nicht verheiratet, nach sozialen Verhältnissen und analysieren und aufsplitten, wie also welche Bevölkerungsgruppe und Schicht auf welche Sinneswahrnehmung reagiert und welche Meinung sich daraus bildet. Ja, das wurde auch oft genug untersucht, da gibt es sehr schöne Beispiele, da gibt es sogar viele Filme. Ich sage zum Beispiel nur die Welle, die Massenbewegung sehr schön analysiert und veranschaulicht, ist auch ein psychologisches Experiment aus den 70er Jahren. Und dem normalen Bürger ist das aber nicht bewusst. Da nimmt vielleicht mal höchstens an so einer Studie teil. Vielleicht gibt es ja sogar mal 20, 30 Euro oder ein paar hundert Euro dafür als kleines Leckerli. Aber ihm wird das Ergebnis nicht bekannt gemacht. Die Ergebnisse bleiben schön in dicken psychologischen Fachbüchern in den Universitäten. Beziehungsweise inzwischen in den Datenbanken von Facebook, Google und Co. Da nämlich die Algorithmen quasi Dinge auswerten, selbstständiges Lernen, KI und so weiter und so fort. Die Algorithmen werten das auch nochmal aus, da geht's weiter, das ist quasi... Genau, die sind halt auch Firmengeheimnis, da kommt kein Mensch ran. Psychostudien 2.0, aber das ist wieder mal ein Thema für ein eigenes Video. Wir sind jetzt erstmal bei der Oldschool-Variante, so mit Papier und Büchern und Bibliotheken und so. Denn dieses Wissen, diese Studien, den Reichen sind die zugänglich. Dem 1% der Fabrikbesitzer, unserem lieben Geldsack hier. Mit seinem Dollarzeichen auf und sagt, damit auch ja jeder sieht, dass er ein Geldsack ist. Sonst hätte es ja auch nur der Wäschesack sein können, ne? Aber das Dollarzeichen sagt alles. Nee, also, denen sind die Studien zugänglich. Es gibt zum Beispiel Thinktanks, wir hatten schon mal die Bertelsmann Stiftung erwähnt. Es gibt die Universitäten, die an sich, wenn man nicht gerade in einer recht demokratisierten Welt wie unserer lebt, nur für Reiche zugänglich sind. Dank Studiengebühren. In den USA funktioniert das Modell noch. Da kommen nur die Reichen an die Universities und auch schon nur an die Colleges. Ach, es gibt doch Stipendien. Ja, ja, ja. Wie viel Prozent der Leute kriegen denn eins? Genau. Und wofür kriegen sie? Also ein Football-Stipendium zählt für mich nicht als Studium. Sorry. Und die verfügen über das Wissen. Die haben auch die Interessengruppen.
Da wird das Wissen also in diesen Interessengruppen und durch die Interessengruppen verteilt. Da gibt es dann auch zum Beispiel Verkaufspsychologen oder Bevölkerungsexperten und. Das Wissen wird dort verteilt. Und das Wissen über uns, was uns zwar frei zugänglich ist, aber in zum Beispiel unseren Medien, im Fernsehen, im Internet und sonst überall, in unserem Alltag nicht vorkommt. Die Leute wissen nicht, dass es diese Studien gibt, obwohl die in jeder Universitätsbibliothek frei zugänglich sind. Kann man sich einfach nur hingehen, ausleihen und schon hat man die. Aber das Wissen darüber und daraus, die Erkenntnisse daraus, werden uns zwar zugänglich gemacht, aber sie werden uns nicht vermittelt. Sachen wie Medien oder intellektuelle Wissenschaftler, die uns das weiterberichten, die fehlen. Und die Reichen, die inzwischen übrigens auch wieder ein 1A-Klassenbewusstsein haben, alle anderen, die Arbeiter und dergleichen, haben ihr Klassenbewusstsein verloren. Atomisierung sei Dank. Weil wenn ich nur noch Arbeiter von Firma so und so bin und die Konkurrenzfirma, die das gleiche macht, deren Arbeiter sind dann quasi auch böse, dann ist die Klasse natürlich das Erste, was drauf geht, die Arbeiterklasse, ne? Also während die unteren Schichten keinerlei Klassenbewusstsein mehr haben, haben die Reichen dank Globalisierung überhaupt erst eins entwickelt. Die haben sich nämlich dank Internet erfolgreich globalisiert und extrem vernetzt. Dazu kommen wir dann nämlich jetzt. Nee, dazu kommen wir im nächsten Video. Die 20 Minuten sind schon wieder geknackt. Dann machen wir eine kleine Pause. Und Sie kennen das. Nächste Woche geht's weiter. Bleiben Sie dran. Abonnieren Sie oder drücken Sie auf Gefällt mir und die Abo-Glocke jetzt, damit Sie das nächste Video ja nicht verpassen. Es wird interessant werden. Genau. Wir erklären Ihnen, wem die Welt gehört. Sozusagen, genau. Also, machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.